Der Pfarrer hat mich halt viel an den Ohren gezogen, an den Haaren und geschlagen. Und in den Keller gesperrt oder in die Besenkammer. Meine Mutter administrativ versagt wurde, weil sie ein uneheliches Kind erwartete. Oder? Das war damals, hat man das so gemacht, dass man solche Mütter weggesperrt hat, weil das passte nicht in die Gesellschaft von der Schweiz damals. Bei administrativen Verzeugungen ging es in der Regel nicht um Straftaten, sondern um eine Lebensweise, die nicht den gesellschaftlichen Normen entsprach. Also komisch. Und ich habe mich da verkrochen in einem Busch wie ein Tier. Also, ich habe wirklich geglaubt, jetzt ist es vorbei. Also was ich weiß, ist einfach, dass es mir viel übel war, schlecht und also hundsmiserabel ging. Dass ich auch plötzlich immer wieder so ein, wie ein Anfall bekam. So. Ja, da bekam ich einen Schaudern und frage mich, wieso hat man das gemacht? Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass so etwas nie mehr passiert. Und auch, dass das in die Geschichtsbücher kommt, das ganze dunkle Kapitel da von der Schweiz.